Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Horrorspiel. Wir spielen heute Fears to Fathom, ein Episoden-Horror-Game, was 4 Stück aktuell hat. Heute spielen wir Home Alone. Wir sind heute Kevin allein zu Hause. Ich glaube, es wird aber nicht so lustig, sondern eher gruselig. Ich würde gar sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein. Es ist ab und zu sehr laut. Ich muss noch die Lautstärke ein bisschen anpassen. Genau, Episoden, da seht ihr es. Home Alone, Northwood, Hitchhike, Carstenhaus, Ironbark, Lookout. Und die 5. kommt bald. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir fangen jetzt hier erstmal Home Alone an. 20 Minuten nur? 20 Minuten ist ja sehr entspannt. Gut. Fangen wir erstmal die erste an. Ganz entspannt. 12. Juli. Welchen haben wir heute? Oh, den 18. Fast auf Tag genau. Hätte ich mal ein paar Tage eher gespielt. Das Vorlesen. Ich kann leider nicht so gut in Englisch vorlesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir es. Mitte im Sommer. Meine Eltern sind fürs Wochenende auf einen Arbeitstrip gegangen. Danke für den Pups. Also war ich das ganze Wochenende alleine. Es war viel zu Menschen. Okay, meine Schlafzeit war sehr unregelmäßig. Mir fallen nie die Wörter ein zum Übersetzen. Kennt ihr das? Oh, was ist das für nerviger... Oh, der Wecker. Oh, Gott. Okay. Hör ich die ganze Zeit ein Autogeräusch? Hört ihr das auch? Ist normal, dass ich die ganze Zeit dieses Autogeräusch hören sollte? Okay, kann ich mit irgendwas interagieren? Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen lauter machen gleich. Okay. Warum ist der Holzboden denn so laut? Ja. Passt das von der Lautstärke her? Was sagt ihr? Ach, da sind die ganze Zeit die Autos. Schon gedacht. Boah, das sind ja voll nervig, die Sounds. Ist jetzt in Ordnung. Okay. Game-Kategorie. Stimmt. Das wollte ich noch machen. Oh. So. Also, wir haben hier 2 Messages von Mom. Wartet, wann kommt ihr denn wieder nach Hause? Vater und ich, gonna be back. Also, unsere Eltern kommen am Montag wieder zurück. Didn't I tell you that yesterday? Habe ich das dir nicht gestern erzählt? Cool. Take care, honey, sleep on time. Wir sollen frühzeitig ins Bett gehen. Hope I get the Xbox like you promised. Wie zu schätzen? Ja, ich. Okay. Die ist momentan im Angebot, die Xbox. Brauche ich. Can I invite Mason and George over for the tonight for homework? Of course you can. Call me if you need anything. Opening check rights. Okay, wir sollen die Tür checken durch den Spion, wenn da jemand kommt. Take care, honey. Schau mal. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie alt der Junge ist, aber wir werden hier auf jeden Fall elendig krepieren, habe ich gehört. Okay, why are you being so paranoid? Hat die uns nochmal geschrieben, okay. Wir haben ein kleines Nickerchen gemacht bis 8 Uhr. Wollen Pizza bestellen. Mason, Oliver. Gucken wir mal hier. Yo, you coming to Jessica's tomorrow? Yeah, here George coming too. Baby, I don't know. What's wrong? Weren't you gonna see her yesterday? She didn't show up.
It's like I don't even matter to her. You matter, unless you multiply yourself by the speed of light, Scrot. Ich glaube, das ist nicht so interessant. Oder das Gespräch. Mario Kart. Alles klar. I can't promise, dude may have plans with Matt. Okay. Kann sein, dass er das. Kann sein, dass er vielleicht überhaupt nicht kommt. So, wir haben aber eigentlich kein cooles Zimmer. Was kann denn eigentlich passieren, wenn wir alleine zu Hause sind? Eigentlich nicht viel. Wir sind geschützt. Das ist ein süßer Grafikstil. Können wir da noch irgendwie was machen? Nee, das ist Escape. Wir können das Spiel nicht pausieren. Das macht mir Angst. Du bist wieder da, Crazy. Willkommen zurück. Warum ist die Musik denn so bedrohlich? Ich mag das nicht. Ich habe auch jetzt schon Angst. Warum ist das denn so? Wir sind gerade erst drin, Crazy. Du hast noch nichts verpasst. Wir sind gerade erst im Spiel. Du brauchst dir nichts bestellen. Wir haben Lasagne gemacht heute Morgen. Ist im Kühlschrank. Alles klar. Kann die Nachbarn stalken. Ja. Kann ich das wieder runter machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt war oder ob das von alleine ging. Warum ist denn die Belichtung hier so gruselig? Groß das hier ist und hier ist einfach nur zwei Räume. Hallo? Don't ask me why, but I went straight. Okay, frag mich nicht, aber ich bin... Achso, ich bin so in einer Erzählung quasi. Ich bin direkt in das Zimmer von meinen Eltern gegangen. Das fängt ja toll an. Ah. Ah, warum stand der da so eklig vorm Fenster? Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Ich kann hier irgendwie nicht das Licht anmachen, kann das sein? Ich will mich hier richtig einscheißen, ne? Ja, okay, aber dazu sagt der Junge nichts, dass da irgendwie so ein creepy Typ stand vorm Zimmer. Ist meine Lautstärke wirklich okay? Angst, dass es zu leise ist. Ja, aber mein WLAN, ja, habe ich schon mitbekommen. Alles gut. Oh. Okay, ich gucke mich hier erstmal kurz um. Didn't have dishes to wash. Alles klar. Da könnte man aber auch mal in den Schrank reinräumen. Was haben wir hier? Schoki-Pik. Mhm. Hier irgendein Bier. Da ist Sterni wieder zugange. Okay, okay, okay. Oh. Ist das... Warte mal. Haben wir drei Draußentüren? Oh Gott, das ist jetzt schon... Jetzt schon eklig. Warum hat man zwei Gartentüren? Und eine Vordereingangstür wäre auch noch. Ich sollte mich hier auskennen, Leute. Falls ich mal... Okay, komme ich nicht weiter. Rennen kann ich auch nicht. So, ich mal eben hier kurz oben. Eigentlich ganz schön hier aus. Sehr dunkel, oder? Also auf OBS sieht es sehr dunkel aus. Und ein Mini-Fußbad. Oh, ist das schön. Einen guten Pool. Ich wollte mich hier draußen mal umgucken. Kann ich die Tür nicht abschließen? Kann man nicht. Und hier ist das Wohnzimmer. Sehr dunkel hier. Kann ich hier nicht die Vorhänge zumachen? Ich fühle mich hier immer von allen Seiten beobachtet. Ich mag das nicht. Und diese gruselige Musik macht es auch nicht besser. Okay, und hier ist halt die Vordereingangstür. Ja, und da können wir auch durch den... Gibt es aber keinen Spion.
meinte er lieber, wir sollen hier so. Wir sollen wahrscheinlich so gucken. Ich habe gar nicht verstanden, wir sollen den Spion gucken. Okay, das wird weird. Was ist eklig jetzt schon? Okay, wir holen uns erstmal was zu essen. Es ist noch alles gut. So, die gute Lasagne. Ah. Ich wollte eigentlich auf dem Herd packen. Wonach hältst du Ausschau? Ich weiß es nicht. Im Keller gibt es hier nicht. Ganz schön laut, ey. Nee, im Keller gibt es hier nicht. Der Ofen ist fertig. Jetzt mal durch die Gegend gucken. Meine Nachbarn beobachten mich. Aber dieses Fenster, das ist nicht geil. Food was nice and hot. I like watching TV. Okay, wenn ich esse, gucke ich gerne Fernsehen. Ich bin Nick. Ja, noch ist es friedlich. Noch ist nichts passiert. So. Dann setzen wir uns hier und essen ein bisschen. Boah. Ich fühle mich hier gerade mega beobachtet. Huch! Ich wollte essen. Kann ich denn... Ach so. Ich muss erst den Fernseher anmachen wahrscheinlich, oder? Das ist geil. So. Kann ich jetzt hier auch irgendwie essen? Oh. Sorry, ich drücke immer die falsche Taste. Habe ich gegessen. Wie soll ich mir das da angucken, was da im Fernseher läuft? Guck mir irgendeine Horrorsache an. Ich esse einfach aus der ganzen. Habt ihr das auch gesehen? Da lief einer hoch, oder? Ach nee, bitte nicht. Jetzt habe ich Angst, bald von alleine zu Hause sein, aber ich habe zum Glück kein großes Haus. Nicht dein Ernst, ich will nicht nach oben. Oh nee, ich will nicht nach da oben. Oh nein, die Tür ist auf. Junge. Scheiß auf alles. Stell dir denn, I remember to finish up on my homework. Scheiß auf die Hausaufgaben, Junge. Die Tür ist hier auf. Ich gehe doch jetzt nicht nach oben. Ab und zu irgendwie bin ich zu fett oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Euer Ernst jetzt? Oh nee, oh nee. Gott. Bin so fett, ich komme gar nicht in die Treppe hoch. Hey, we're gonna have to call. But you can. Wow, unser Freund kommt nicht mehr. Weil, was mit Jessica? Der ist doch bestimmt hier irgendwo im Schrank, oder? Oh. Haben wir gar kein Badezimmer? Draußen pinkeln. Ist der bei uns im Zimmer? Ich mag das Spiel nicht. Ich habe einfach kein Badezimmer im Spiel.
Oh, wenn der da drin ist, ne? Schrei ich wie ein Mädchen. Lass sie irgendwie vorziehen. So, ich soll jetzt Hausaufgaben machen. Ich will keine Hausaufgaben machen. Ich habe den doch gesehen. Och nee. Ja, 12.38 Uhr. Ist der jetzt so lange in der Wohnung oder was? Ich bin fertig mit dem Hausaufgaben geworden. Ein paar Stunden. Das ist eklig. Ich hab schöne Nachbarn. Vielleicht soll ich da auch mal hingehen. Ich mag das hier nicht. Was ist jetzt mein Plan? Bleib nicht zu lange wach, schreibt unsere Mutter. Ich möchte nichts von Mrs. Paula nichts hören. Dieses Mal. War nicht unsere Nachbarin oder was? Es ist besser, dass sie nichts von uns hört. Oder dass sie was von uns hört. Es liegt hier eigentlich die ganze Zeit auf dem Boden. Irgendwelche. Muss ich jetzt Licht ausmachen? Ich mag das nicht. Ich mag das Spiel nicht. Können wir was anderes spielen? Wer hat nochmal die Idee gehabt, dass wir Horror spielen? Ich lasse einfach das Licht an. Eigentlich zeichnen. 1.16 Uhr. Nein. Deswegen stellt man sich immer Wasser ans Bett, Leute. Ich bin wach geworden, weil ich was zu trinken brauche. Warum ist unsere Nachbarin noch wach? Das ist noch viel gruseliger. Och nee, ich will das nicht. Ich geh nur Wasser holen. Gutes, leckeres Wasser. Gutes, trinkendes Wasser. Oh ja Gott, da steht einer. Trink aus dem Wasserhahn, Junge. Ich mag das hier nicht. Gibt es hier irgendwo dunkel? Ich sehe gar nichts. Natürlich. Ich bin mit einer Wasserflasche beschäftigt und bewaffnet. Das Scheiße. Oh, dieses langsame Treppen hochlaufen. Ich mag die Ecke hier nicht. Diese scheiß Mucke im Hintergrund mag ich auch nicht. I don't know. Ich will gerne antworten. Steht jemand vor der Tür. Ich mach nicht die Tür auf. Bin nicht zu Hause. Paula hat mir das geschickt. Wir haben die...
Wir haben die Polizei gerufen. Wir sollen uns einschließen. Wir sollen nicht an der Tür antworten. Was ist, wenn ich die Tür öffne? Aber hier ist doch noch jemand anderes, oder? Ich kann so langsam die Treppe hoch. Ich bin so fett, ey. Mann. Soll ich mich jetzt unter meinem Bett verstecken, oder was? Wirklich unter meinem Bett. Oh Gott. Nicht dein Ernst. Die Scheibe eingeschlagen. Geh nicht mehr raus, ne? Ist euch schon klar. Geh nicht mehr raus. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Also... Paula. Ja, schön für Paula. Die Polizei soll jetzt hier hinkommen. Die Polizei! Wie komme ich überhaupt raus? Ich kann nicht raus. Ah, jetzt. Bin bewaffnet mit einer Wasserflasche. Reinkommen, die sieht doch auch die Einbrecherspuren. Ich öffne mit einer Wasserflasche ab, ich sag's euch. Ich bin unterm Bett. Rawr. Das war's? Ich wurde hier komplett rausgeworfen einfach. Ei. Alert NPCs? NPCs? Wie macht man das? Alter. Das war kurz. Aber knapp. Ich bin mir voll erschrocken, dass da... Ich wusste, dass der da irgendwo rumläuft oben. Das war eklig, ey. So, und damit spielen wir jetzt die nächste Episode Norwood Hitchhike. Es sieht aus wie ein Hotel da im Hintergrund. Oder eher ein Motel, vielleicht. Ja, wir gucken mal. This game. Wishlist? No? Habe ich schon. 40 Minuten. Oh, das geht eindeutig länger. Das ist hervorragend. Da habe ich Lust drauf. Mal gucken, was uns hier erwartet. Hoffentlich kein Opa, der vor der Tür steht und klingelt. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Episode 2. Norwood Hitchhike. Hitchhike. 16. Juni. Warum immer im Juni, Juli? Was ist da los? Es ist mir passiert, als ich 19 war. Jetzt lese ich vor, jetzt ist es auf Deutsch. Und ich kann beliebige Taste, das ist ja perfekt. Ich bin jetzt etwas älter als 21. Also 24. Ich kann mich an das noch sehr klar erinnern, weil ich mich so gefürchtet hatte. Zuerst traute ich mich nicht, diese Geschichte im Internet zu erzählen.
Ach so, ich glaube, das sind sogar Geschichten, die wirklich Leuten passiert ist, Leute, die wir hier spielen, ne? Also die Episoden sind wirklich Leuten passiert. Das ist geil. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen, auch wenn nur ein wenig. Oh, interessant. Mega interessant. Hast dich dezent voll gesammert. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Das passt perfekt. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf eine Autobahn fahre. Aber ein Flugzeugticket wäre zu teuer gewesen. Okay, dann bin ich da alleine hingefahren. Ja, da haben wir vorhin darüber geredet. Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig. Und nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen, um den Verkehr zu umfahren. Okay. Die Fahrt dauerte etwa über 12 Stunden. Boah. Sechs Stunden am ersten Tag, 6 Stunden. Nachts fahren ist halt auch immer ein bisschen mehr, ne? Da sind komische Menschen unterwegs. Oh, schöne Musik, da muss ich direkt lauter machen. Ach, ich muss fahren! Leute, ich kann fahren! Ich kann Auto fahren! Kurz GTA geworden hier. Ah, schön. Kleiner Sommerabend. Witzig. Oh. Oh, ich muss erstmal anhalten. Anhalten hier! Anhalten! Ich muss die Nachricht lesen. So. Von Vater. Du hast angerufen. Ja, ich glaube, ich gehe zu dieser Convention. Darf ich dein Auto für 5 Tage ausbauen? Bitte. Mit wem? Aiden. Dieser nette Freund? Er ist ein netter Typ. Nein, du wirst nicht 10 Stunden alleine Auto fahren. Gut, ich habe mich schon entschieden. Ich werde dich fahren. Wieso verstehst du nichts? Lass uns reden, wenn ich nach Hause komme. Fahr vorsichtig, Holly. Vergiss nicht, mich anzurufen. Alles klar, Papa? Noch etwas? Ich fahre jetzt. Fahr vorsichtig, Holly. Die Aiden? Discord. Das sind halt wirklich wir. Wir haben die. Also, mal sehen, ob ich... Oh, da kommt ein Auto. Mal sehen, ob ich das Auto bekomme. Ich sag dir Bescheid, werde endlich mit Bidutz spazieren gehen, lol. Und ihr Hund. Das ist ja unfassbar. Okay, der Plan steht. Auf jeden. Warte, du bekommst das Auto? Jupp. Big Girl. Das ist halt wirklich auch eine Frau. Also, das habe ich mir spät ins Bauli gedacht. Bist du sicher, dass Ash nicht kommen kann? Ich werde das Skateboard mitnehmen. Hab dort einen coolen Skaterpark in der Nähe. Klingt lustig. Discord, wo bist du? Fast da. Ich sehe dich nicht. Pfirsich-Shirt? Es macht Spaß. Ich hatte eine gute Zeit. Danke für deine Teilnahme. Nochmal, du bist dir sicher, dass du den ganzen Weg zurückfahren wirst? Ich habe doch keine Wahl, oder? Hätte morgen früh fahren können. Okay, ruf mich an, wenn du aus deiner Höhle zurück bist. Okay, Papa. Nicht sicher, ob es dieses Leben sein wird. Was meinst? Stecken geblieben im größten Stau des ganzen Landes. Mies. Hier ist es auch nicht so gut. Ich glaube, es sind die Leute von der Convention. Es reicht, ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst. Ist die Musik laut oder geht das noch? Das bin halt einfach ich. Ich in real life. Ich düse hier rum mit dem Auto. Mir. Fahr ein bisschen Gegenverkehr. Sehr schön. Also ich glaube, ich würde nicht alleine nachts fahren. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Weil mein Papa hat mir geschrieben. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ich fahre ja nicht umsonst 12 Stunden. Es ist nicht so geil, dass ich nicht hinter mir gucken kann, ehrlich gesagt. Das ist auch besser so. Ich bemerke, dass mein Tank fast leer ist. Auf die Hälfte. Oh. Wie kann man das denn vorher bemerken? Was macht man, bevor man losfährt? Uiuiuiuiui. Da muss ich ja noch tanken und rausgehen. Die Musik ist aber schön. Vater hat uns geschrieben.
habe etwa 6 Stunden von der Stadt entfernt. Ich stecke im Schau. Oh, ich habe einen Unfall gebaut. Ich habe dir ja gesagt, dass du diesen Flug nehmen sollst. War ich die beste Fahrerin? Hallo, es ging ja auch nicht. Oh Gott. So, jetzt aber. Und Vollgas nach vorne. Ich kann die Kurve irgendwie nicht nehmen. Bin doof. Gib's zu, ich war ein schlechter Fahrer. Deswegen fahre ich auch nicht, Leute. Ich bin nur Beifahrer. Genau deswegen. Oh ja, gut, der könnte natürlich hier. Oh Gott. Eieieiei. Ich habe auch eine Automatik. Huch. Habe ich an der falschen Tanksäule geparkt? Weiß auch nicht wo. Ich glaube der. Ja. Tankfahrt muss wahrscheinlich rauskommen. Etwa Pause oder was? Hallo? Sieht aber einladend hier aus, ey. Können wir noch eine Cola kaufen? Hab ich überhaupt Geld? Holly? Mama? Kann ich mir nicht ein Wasser zapfen? Ich hab Geld. Ich hole mir jetzt eine Cola. Warum steht da jetzt so ein Typ neben mir? Das war jetzt meine Cola, ne? Idiot. Aber ich wollte tanken. Was denn, wie ich damit soll? Was soll ich denn damit? Hundefutter! Gnädige Dame. Hi, kann ich für $100 für Säule 2 haben? Gehen Sie alleine zur Brücke? Die Brücke? Die Northwood Valley Road, meine ich. Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf dem Weg dorthin. Okay. Seien Sie vorsichtig. Sie schaffen das? Danke. Ich mache keine Witze, gnädige Dame. Seien Sie vorsichtig. Es ist nicht sicher hier draußen. Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Ja, wahrscheinlich, weil so ein vertrauenswürdiger Tanke hier war. Und Leute, die Vermissten gesucht haben, sind nie wieder heimgekehrt. Die Ordnungsansässigen sagen, dass das Northwood Valley Monster sie in Stücke gerissen hat und anschließend in die Bäume gehangen hat. Naja, danke für das Beziehen. Kann ich die Toilette benutzen? Die ist nicht sauber. Scheiße. Na, ganz toll. Was ist das für ein Creep hier? Das ist so ein komischer Lieferwagen. Das mag ich nicht. Bisa Sammy, hallo. Oder Bisa Sami? Bisa Sami wahrscheinlich. Hallo, guten Abend. Liebe Chris, hat dich. Oh, das freut mich. Schön, dass du hier hingefunden hast. Lieb an Crazy. Wieso bin ich dich überrascht, dass du hier bist? Das erste war richtig. Lisa Sammy? Okay, perfekt. Das werde ich mir merken. Oder ich würde wahrscheinlich auch einfach Sammy sagen. Und noch eine Sache. Wenn Sie eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen, die eine Mitfahrgelegenheit sucht, halten Sie nicht an. Das ist so sass, ne? Wirklich. Warum?
Manche sagen, dass sie bei einem Autounfall in der Nacht ihres Abschlussballs gestorben ist. Andere sagen, sie wollte Rache nehmen, nachdem sie dort vergewaltigt und getötet wurde. Wie dem auch sei, sie will Blut sehen. Was auch immer sie tun, nehmen sie niemals, niemals, unter keinem Umständen einen Trapper. Einen Trapper mit? Also eine Mitfahrgelegenheit. Diese Leute auf den Straßen, die ihre Daumen ausstrecken, sind nicht das, wonach sie aussehen, gnädige Dame. Die sind nicht so. Ich wollte mal die Toilette benutzen. Ich habe gerade dies draußen oder so. Kann ich mit denen noch reden? Das ist Karl. Karl ist lieb. Die sind alle so komisch hier, die Leute. Habt ihr mal eine Nachricht über Discord geschickt? Was? Also Blackie, ist es jetzt klar, dass du die mitnehmen wirst, oder? Ja, klar. Why not? Also Frauen zu Frauenpower, oder? Haben sie von Northwood Valley Monster gehört? Hm? Das Northwood Valley Monster, wissen sie etwas darüber? Großer Fehler. Sexy ist. Wie läuft ihre Nacht? Schaut mich einfach an. Creep. Ach, Creep. Wo müssen sie hin? So ein Arschloch, ey. Der redet einfach nicht mit uns. Ich will nicht so diesen komischen Lieferwagen. Alles so sass hier. Ich mag das hier überhaupt nicht. Wo ist denn die Toilette jetzt hier? Ich muss pipi. Mal kurz gucken. Er hat doch gesagt, wir können die Toilette benutzen. Gibt es hier keine. Wünsche mit dem Mülleimer durchsuchen. Ist das die Toilette? Nein, ist das hier die Toilette? Dürfen wir nicht hin. Na gut. Dann nicht. Ich weiß nicht, ob du so spät einen Laden findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du etwas für Milo holen? Ich zahle es dir zurück. Was ist das für eine Mutter? Bittet ihre Tochter um 0 Uhr. Ja, wenn du noch einen Laden findest, kannst du Hundefutter kaufen. Deswegen war das Hundefutter da. Ja, einmal Hundefutter. Einmal Hundefutter. Das macht dann 5 Dollar, junge Dame. Bezahlen. Habe ich unendlich Geld eigentlich? Kann ich das vielleicht irgendwie in den Kofferraum packen oder so? Ah ja. Hier. Das klappt irgendwie nicht so. Egal, dann nehmen wir es halt noch vorne mit. Ja, okay. Dann halt auch nicht. Es guckt nur ein bisschen raus. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, dann fahren wir mal weiter. Wir haben noch eine weite Drecke vor uns. Ich fahre mal ein bisschen durch das Gestrüpp. Lass mich vom Chat berieseln. Ich weiß nicht wieso, aber zuerst bin ich weitergefahren, ohne Treibstoff zu holen. Wie ohne Treibstoff zu holen? Wir haben doch... Ich hätte bei der Tankstelle stehen bleiben sollen. Ich hab gedacht, die haben für uns getankt. Ich fahre den Rückwärtsgang einmal ein. Scheiße. Wie weit muss ich denn noch zurück? Ich bin einfach... Ich habe den Sprit bezahlt, aber nicht getankt, Leute. Das könnte ich sein. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Ich mach das Auto gleich kaputt. Ich sollte einfach vorwärts fahren. Ist Crazy immer so frech?
Du darfst gerne Blackie sagen. Du kannst aber auch Black Eye sagen. Du darfst aber auch Lou sagen. Das ist mein Spitzname. Wie du magst. Und Crazy ist immer freche, ja. Das stimme ich dir zu. Blackie, das ist mein Lieblingskunde hier. Hey, hier, nimm einfach mein Geld und die Dienstleistung. Nimm nur mein Geld. Außer Lulu. Der ist für mich reserviert. Ja, okay, Sterni. Sehr gut. Ah, ich komme nicht voran. Ich bin so eine langsame Fahrerin. So. Ich jetzt auch wieder. Warum fahre ich denn jetzt so langsam? Ich muss doch Sprit holen. Ach, wahrscheinlich, weil ich keinen Sprit habe. Roll ich jetzt. Wir sind erst in 100 Jahren da. Kein Problem. Ziel Crazy die Ohren lang. Das wird auf jeden Fall noch gemacht. Boah, Leute. Jetzt muss ich hier hinrollen zur Tanke. So ein Kack. Wo ist denn die 2 eigentlich? Ich habe bei der 1 gehalten, ne? Wir sind fast da. Wird sich noch um Stunden handeln. Dann nennt dich Crazy, wenn er von dir lobt. No. Süß. Alle kennen mich einfach schon. Unfassbar, ey. So, ich stehe mal eben auf. So, und jetzt tanken. Ah. Ich kann doch tanken. Ich habe den Tank aufgefüllt und bin wieder losgefahren. Sehr gut. Sonst wäre ich ja jetzt noch dahin gerollt. Hätte ich jetzt gar keine Lust gehabt. Muss aber trotzdem nochmal. Hey, warte auf mich! Mit dem Auto da hinterherfahren, aber es ist leider schon weg. Das nur einholen kann. Bei 140 fahren. Drück doch rein das Pedal! Wenn du auf der Straße bist, realisierst du eine Sache. Monster existieren wirklich. Was? Und jeder andere von denen schaut aus wie du und ich. Ja. Das stimmt wohl. Ist es nicht abgelaufen oder war schon so? Ich kann nicht so schnell lesen. Ich muss gerade fahren. Überraschenderweise gab es Hundefutter bei der Tankstelle. Das Geld musst du mir nicht zurückgeben. Ist es nicht abgelaufen oder? Ja doch, ich habe abgelaufenes Hundefutter gekauft, Mama. Nur das Beste für unseren Hund. Was sagen wir mal? Das Licht hier an. So dunkel hier. Boah, ich sehe gar nichts. So. Dann ist ein Auto. Auto. Kann ich irgendwie hupen? Nee. Warum flackern die Lichter so? Das ist nicht schön. Mucke ist schön. Ich kann nur nicht so ganz viel auf den Chat gucken, weil das Autofahren hier sehr schön ist. Ich muss aufhören, dir Kanäle zu empfehlen, wo ich gerne bin. No. Warum ist das Licht jetzt wieder aus? Das finde ich nicht schön. Wer hat das Licht ausgemacht, Chat? Warum macht sie ab und zu das Licht einfach aus? Was ist denn mit der Frau? Das kann ich auf jeden Fall nicht sein. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das habe ich schon gemerkt, dass der Crazy das sehr gerne macht. Müssen wir den wirklich noch umerziehen? Das kann ja so nicht weitergehen, du. Ist verboten. Was? Ja. Oh, jetzt ist die Straße Ende. Jetzt ist es irgendwie so ein komischer Feldweg. Und da ist die Brücke. Die angebliche Gruselbrücke. Ach, die ist doch super. Ich weiß gar nicht, was die haben. Da ist aber auch nur ein Auto drüber. Ohne Gegenverkehr.
Ich warte eigentlich nur auf den Moment, wo ihr gleich immer auf der Straße steht. Und jetzt habe ich keinen Empfang mehr. Ich habe Angst. Oh nein, sag mir bitte nicht schon wieder, Sprit ist leer oder so eine Kacke. Mach ich nicht so einen Scheiß jetzt hier. Oh, in der Nacht fand es wirklich schlimm für mich. Jo. Vor allem dieses Licht an und aus die ganze Zeit. Nun ja, war es zumindest. War? Gott. So eklig. Ich weiß nicht, Sachen, die gar nicht da sind. Ein Auto gewesen. Ich wollte eigentlich gerade anhalten, aber es geht nicht so schnell. Ein Hase gewesen. Ich habe den Hasen nicht überfahren. Was sind denn das hier für Straßen? Ich würde 50 Mal lieber dann im Stau stehen, aber das hier ist doch schwachsinnig. Ich fahre einfach geradeaus. Diese Nacht war irgendwie sehr komisch. Oh nein. Das ist als Frau so scheiße gefährlich. Das ist so scheiße gefährlich. Ja klar. Ich schieb die mal eben weg, ne? Ich geh aber schnell ins Auto, weil, oh. Dein Ernst. Was war das denn jetzt? Reicht das so? Bitte beeil dich. Bitte beeil dich. Bitte fahr einfach. Hat irgendwas Ja, genau. Was ist das denn für ein Scheißauto? Das ist nicht dein Ernst. Das Auto wollte nicht mehr starten. Ich habe natürlich auch kein Netz. Kein gar nichts. Ich bin aufgeschmissen. Jetzt bin ich selber so ein Per-Anhalter-Fahrer. So, ich bin mitten im Nirgendwo gelandet ohne Netz für mein Handy. Ja, natürlich. Das typische Scheiß. Ich sage nicht, dass ich glaube, was für eine Kacke der Tankstellenangestellte sagte. Besser ist das. Meine Karre raucht ab, Leute. Ich will nicht, dass sich das anhört wie eine Horrorgeschichte, aber in meinem ganzen Leben wurde mir gesagt, nicht bei fremden Leuten mitfahren. Das stimmt wohl. Das mussten wir jetzt tun, oder was? Aber in diesem Zeitpunkt hatte ich keine Wahl. Schwierig, ja. Es hat mir Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie lange jemand brauchen würde, um vorbeizukommen. Das ist kritisch, ja. 22, 23. Ganz schön dunkel, ja. No, das ist schön. Ich habe ein Auto mehr kommen sehen. Arschloch! Habt ihr jetzt einfach. Was böse. Ich konnte nicht verstehen, wie jemand einen anderen Menschen so gestrandet lassen kann. Das ist ja auch gefährlich. Man könnte das ja auch als Überfall und so planen. Das ist gefährlich. Menschen böse. Tolles näherkommendes Auto. 22, 43. Ja. Schwierig, ne? Kommt noch ein Auto. Halten Sie an! Anhalten! Er hat angehalten. Geht er mal hin, obwohl ich das nicht möchte.
Oh nee. Das ist ja creep. Du bist das Mädchen von der Tankstelle. Vielen Dank fürs Anhalten. Was willst du hier draußen tun? Ich glaube, dass mein Wagen gerade den Geist aufgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen. Hier ist kein Empfang. Ja, perfekt. Sag ihm das ja noch. Kann ich mitfahren? Wohin fährst du? Nur die Straße hoch. Nur der nächste Stopp, wo ich Hilfe rufen kann. Nur die Straße hoch. Steig ein. Hab vielen Dank. Könntest du warten, bis ich mein Zeug geholt habe? Beeil dich. Schmeiß es einfach nach hinten. Ich werde nicht lange hier sein. Junge, jetzt schön mal deine Eier. Basie macht Blacky keine Angst. Genau. Den ignoriere ich. Ich habe keine Angst. Oh. Nur das Wichtigste. Weil der wegfährt. Ich hatte nur zwei Hände, weil ich mehr tragen wollte. Noch nicht. Das dauert noch. Ich hab kurz gedacht, der fährt weg, ey. Oh. Meine Tasche ist runtergefallen. Ich muss noch eben ein anderes Zeug holen. Im Moment. Beeil mich ja. Ich bin ein Skater-Girl. Das hält auf jeden Fall super. Was holen? Hab ich nicht alles? Ich wollte nicht ohne meine Sachen losfahren. Das habe ich schon verstanden. Hä? Dann höre ich jetzt so mehrere Leute. Liegt das jetzt, dass ich hier das hier nicht richtig zumachen kann? Hat irgendwas daneben geschmissen? Hä, ist doch alles drin. Habe ich was vergessen, Chat? Gar nicht mehr dran. Ja, Ladefläche schließen ging ja irgendwie nicht. Den Koffer hier irgendwie nicht. Hallo? Kann meinen Koffer nicht mitnehmen. Ich habe das Spiel kaputt gemacht, Chat. Mir helfen, mein Zeug zu holen. Es ist nicht sicher rauszugehen. Ich will den Koffer aufheben! Ah. Verdammt. Ich kann das aber nicht zumachen. Wo muss ich ihn jetzt ansprechen? Ich bin fertig.
Na endlich, spring rein. Das ist ja gut. Ab kaputt gemacht. Ach, das ist wirklich dieser komische Creep mit der Brille. Oh nee, dieser komische, der uns nicht geantwortet hat. Du willst mir also nicht sagen, wer du bist oder wohin du möchtest. Das würde ich lieber nicht sagen wollen, wenn das in Ordnung ist. Ich wohne nicht weit weg von hier. Ich bin nach Hause gefahren. Ich wohne nicht weit weg von hier. Ist das so? In dem Fall würde ich nicht glauben, dass du diese Fragen bei der Tankstelle fragst. Welche Fragen? Schon in Ordnung. Ich würde mir auch nicht vertrauen. Was für Fragen? Was? Jason. Ich heiße Jason. Okay, schön dich kennenzulernen, Jason. Also eigentlich auch nicht. Ach ja, mit der Brücke. Da kann doch sein, dass ich mich trotzdem nicht auskenne. Du hast wirklich Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste. Hm? Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Wieso? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Ich denke, es lag an der Batterie. Bist du sicher? Es gehört meinem Vater, es ist ziemlich alt. Oder es hat jemand rumgefummelt. Seit wann denkst du so gut mit? Er ist richtig im Fieber hier. Also was denkst du über das, was er dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Damals. Vor 2 Minuten. Ich habe nicht zugehört. Er hat mir wirklich Angst gemacht. Er ist lustig. Interessant. Der Idiot erzählt das jedem, der hier herreist. Das ist schön für ihn. Bin ich mit dem Reden. Also ist es wahr? Was? Das Monster? Ich selbst habe es nie gesehen, aber da sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen deines Autos könnte eines von ihnen sein. Hey, hör zu, ich möchte nicht wie dieser Idiot klingen, aber merk dir das. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört. Wenn es ja einen Creep gibt, dann gibst du dich eher. Eieieiei. Tut mir leid, dass ich mich vorhin wie ein Trottel dir gegenüber verhalten habe. Ich hab's nicht so mit Menschen. Ach so, deswegen bringst du Kinder um, sag ich schon. Menschen um. Kinder. What the fuck? Wurde abgedriftet. Ich würde den gerne hauen, aber ich glaube, das geht nicht. Nanook schläft. Ich schlaf gleich auch. Oh. Jackie vor Gewalt. Nein, nein. 0 Uhr 8. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich in einem Motel aussteigen. Anscheinend haben sie Pannenhilfe angeboten. Aber ich dachte mir, dass ich gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig dort draußen. Sind alle Arten von Menschen. Sagte in einem ernsthaften Ton, bevor er ging. Das sagen doch auch nur sasse Leute von sich. Okay, wir sind endlich in dem Hotel untergekommen. Hier ist echt ein Abschleppdienst, tatsächlich. Gehen wir mal zur Rezeption mit unseren Sachen. Liegen uns auch schon. Der Mann hat die gruseligsten Vibes vorstellbar verbreitet. Perfekt. Moin. Mädel. Brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Ja, ich werde nur für ein paar Stunden hier sein. 40 für ein Einzelzimmerstand. Nur Bargeld. Okay, habe ich. Ich habe alles. Ich habe alles auf Tisch. Raum Nummer 9. Direkt hier drüben. Rede über das Auto. Haben wir einen Key bekommen. Das sieht man jetzt nicht, weil meine Facecam drüber ist. 90 Dollar. Tommy wird sich im Laufe des nächsten Morgens darum kümmern. Bezahlen.
Ich werde hier richtig aufgenommen wie eine Weihnachtsgans. Gut, ich werde Tommy Bescheid geben. Und noch eine letzte Sache. Versucht die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Sollte ich sowas tun? Creep. Alles Creeps. Die Raum Nummer 9. Kann ich meine Sachen mitnehmen? Kann man nicht. Wir gucken uns trotzdem mal ein bisschen um. Hier dann Getränkeautomat. Gruselige Gasse. Ein schöner Audi. Das ist aber einladend hier hinten. Wo ist die Frau in dem blauen Kleid? War das nicht ein weißes Kleid? Könnte einfach nicht in einfach in irgendeinen Raum gehen. Warum denn nicht? Hallo? Alter! Crazy Fever hat echt mit, ey. Jo, was macht der denn einfach die Tür zu? Ah, das war eine sehr gute Idee, Stern. Ich hätte wirklich Durst gerade. Ich habe innerhalb von dem ganzen Stream auch noch nicht einmal was getrunken hier, ne? Übrigens, Blacky und Crazy, Glückwunsch, dass ihr beide jeweils zweimal in diesem einen Video geschafft habt. Dankeschön! Ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Vor allem Crazy hat das für mich organisiert tatsächlich. Ich habe mich so gefreut, vor allem dann direkt noch am Anfang des Videos zu sein. Das war peinlich, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. So, Zimmer 5. Okay, okay. Hallo. Wir Menschen belästigen. Wenn diese komischen Muster und dann hier wieder... Ach, ich habe wieder Netz. Das ist hervorragend. So, Dad. Wo bist du jetzt? Wieso hebst du nicht ab? Was meinst du mit anderer Strecke? Papa, vielleicht muss ich heute in ein Hotel übernachten. Jetzt kann ich das aber nicht weitergeben. Olli? Bruder, wo bist du? Dein Vater ruft mich an. Junge, ich bin eine Dame. Warum sagt mein Bruder zu mir? Man sagt doch die Schwester. Oh, hier schläft einer. Na gut. Zimmer Nummer 9, wo ist es denn jetzt? Haben noch nicht gefunden, ne? Gesundheit, Dankeschön! Ja, crazy, wirklich. Crazy ist einfach crazy. Soll ich dich timeout, damit nach die mehr Beachtung bekommen? Es tut mir leid, ich habe nur so ein kleines Chatfenster, ich sehe nicht immer alle Nachrichten. Soll ich nochmal eben hochscrollen? Sammy ist eine Sie. Achso, okay. Gut zu wissen. Warte. Okay, jetzt habe ich alle deine Nachrichten, glaube ich, gelesen, oder? Außer es kamen wieder irgendwelche nicht an. Crazy ist eine crazy crazy. Ja, wirklich. So, Zimmer Nummer 8 und Zimmer Nummer 9 mit dem einsamen Stuhl ist unseres. Ich gucke mich hier trotzdem nur kurz an. Oh, an. Ich gucke mich um. Okay, nichts Interessantes scheinbar. Gut, dann gehen wir mal in Zimmer Nummer 9. Drin war es schön warm. Außer da war ein Geruch, eine Art Moosgeruch, den man von alten Häusern bekommt. Ja, sehr Oma-mäßig, ne? Das Hotelzimmer erinnert mich irgendwie an Cyberpunk. Kann wieder abstalken. Das ist hervorragend. Und ich habe einen sehr großen Fernseher. Ja, das ist sehr schön. Ih, was ist das denn für ein ekliger Schrank? Oh mein Gott. Nicht euer Ernst! Muss man, glaube ich, Licht anmachen. Ich bin hier ganz schön dunkel langsam, ne? Muss ich gerade mal machen. Das ist nicht euer Ernst.
Sammy war mit mir mal in einer Klasse, wenn... Echt? Das ist ja lustig. Boah, Alter! Junge! Ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Ich komm grad gar nicht klar. Alter! Warum steht er denn in meinem Badezimmer? Sorry, Nanook. Was machst du hier? Du hast mir echt Angst eingejagt. Hey. Wer bist du? Ich bin Tommy vom Zimmerservice hier beim Rodeway Way Hotel. Dem schönsten Zwischenstopp im Nordwood. Was hast du da drin gemacht? Du weißt schon, Sachen geputzt. Junge, bist du irgendwie ein Perverser oder was? Der Typ am Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. Junge, das ist Sterni, ey. Ich muss dich darum bitten, rauszugehen, während ich das Zimmer sauber mache. Ja, um 0 Uhr. Ich glaube, du spinnst ja wohl. Ich nehme nur meine Sachen. Alter. Junge, was bist du für ein komischer Creep, Alter? Schon lustig aus. Hab ich mich erschrocken, Leute. Heilige Mutter Maria. Habt ihr euch auch erschrocken wenigstens? Nicht nur ich wie der letzte Dulli? Alter. Mir ist warm. Unfassbar. Mitternachtsputz. Ja, ja, kennt man doch. Ich muss die Batterie in der Kamera wechseln. Leider nicht erschrocken. Was? Warum denn nicht? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich habe mein Glas verschüttet. Perfekt. Junge, das ist jemand in meinem Badezimmer. Dein Zeug steht draußen. Ja, ich weiß. Arschkrampe, ey. Hätte einen Energy-Drink gebrauchen können. Hol ich mir gleich. Energy sind ungesund. Trink keine Energies, Leute. Junge, bist du ein Creep, Alter. Wie, du gehst an meinen Sachen dran. Habe ich irgendwie ein Inventar oder sowas? Immer eben, guck mal. Crazy oder Energy, das will ich sehen. Kriegen wir auch noch. Haben wir hier irgendwo Energies? Todakern. Bubble Drink. Spirit Drink. Was die für Auswahl? Onion Rings. Energy. Dammer. Deswegen Dosenbier, das lässt sich besser dingsen. Was? Oh, Sterni. Dankeschön, dass du Sammy einen Sub geschenkt hast. Dankeschön. Kuss geht raus. Verbrauchen. Ja, wir trinken die direkt einmal. Jetzt bist du gezwungen zu bleiben. Na, no, das ist ein liebevoller Zwang. Ei, mein Herz tut doch mal wie vom Erschrecker. Warum verniedliche ich das jetzt? Ich mach gleich mal Licht für die Facecam an, Leute. So ein Creep, ey. Ja, nimm meine Sachen, du Arschloch. Bin ich viel besser im Rennen. Ja, nee. Die Idee hatte ich auch. Cool. Oh, Hundefutter, ich sehe nichts mehr. Ja, genau. Damit der Alert wirkt. Ich glaube, vom Alert erschrecke ich mich nicht. Das macht nur Ping. Das ist nicht so schlimm. Das ist viel gruseliger, dieses laute, ruckartige. So. Ich habe mit Joey über die ganze Situation gesprochen. Was ist falsch mit diesen Leuten? Gnade, Gnade, Gnade. Aber mach dir keine Sorgen. Hier ist es sicher, ich hole dein Auto. Und das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach.
Wir haben versucht, es zu reparieren, aber wir haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Hey. Ja, damit ich auch keine Hilfe rufen kann, ne? Ist klar. Aber eine gute Nacht wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Diese breiten Schultern. Oh, dieser Knackarsch. And then I learn you're an idiot. Ah, selber! Prost erstmal. Ah! Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Ich bin müde. Ist mir irgendwie warm? Nenne es Voraussicht, aber an diesem Ort war etwas sehr abwegig. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ah! Gehen um die Uhrzeit ja alles ab, Alter. Und die keine Hobbys, die Leute, oder was? Diese scheiß Tür. Ich bin ja nicht mal im Waschbecken hier. Ich hab irgendwie Angst, dass da bald jemand wieder drin steht. Ich hab das alles dahin. Ich baue ich mir nicht selber noch irgendwie jetzt hier rausgehen? Ich würde einfach weiter schlafen, bis es morgens ist. Nein, 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 keine Sounds. Doch, doch. Das ist auch eine schöne große Rolle in meinem Leben. Jack Daniels mit Zitronenlimo. Erstmal die ganzen Emotes durch. Soll ich jetzt zur Rezeption gehen? Oder was ist jetzt hier der Plan? Hey, bei mir stand einfach jemand vom Fenster. Da drüben Zimmer Nummer 9 ist es. Weiß, wo mein Zimmer ist? Hat jemand aufgepasst? Ich habe nicht aufgepasst. Ich wollte nicht mehr schlafen, nur Kaffee hielt mich wach. Wollte ich nicht mehr schlafen? Bin ich dumm? Mach ich auch nicht. Kaffee. Ein Augenkaffee oder ist nur hier Kaffee bei den komischen. Das war die Tür, die zugegangen ist, ne? Espresso, Cappuccino, French Vanilla. Das, was ich mir wahrscheinlich wiederholen würde, ne? Na dann hier Cappuccino. Ihr habt einen Wackelarschhase! Wo ist die Frau im blauen Kleid? Prost! Na, crazy, danke schön. War irgendwas im Kaffee drin? Scheiße.
diese Pursuit Energies zu trinken. Was dich so gut? Mishina, hallo! Guten Abend, wie geht's dir? Wie war dein Geburtstag noch? 3.18 Uhr. Was ist das für ein Spiel? Ein Horrorspiel? Ich war beruhigt durch die K.O.-Tropfen, die ich bekommen habe, oder was? Ist jemand in meinem Schrank reingelaufen? Und ich habe gerade das Telefon, geht nicht. Meine Sachen liegen jetzt hier vorne. Oh, fühl mich unsicher. Mach doch die Scheiße. Wie, du fühlst dich unsicher im Raum rauszugehen? Da ist jemand im Kleiderschrank, Mädchen. Krieg hier richtig Herpes. Wer ist da? Joey von Empfang. Ja. Da ist jemand in meinem Schrank. Lass mich raus. Kann ich einfach die Schranktür jetzt aufmachen? Was denkt ihr? Oh, das ist nicht so gut. Gibt's ein Zwischenspeichern? Das wäre jetzt aber auch mies gewesen, wenn nicht. Oh nein, jetzt muss ich auch, oh nein, jetzt muss ich das nochmal alles neu machen. Bitte nur den Schrank aufmachen. Wer ist da? Joey, von Empfang hier. Öffne die Tür. Moin, Meister. Habe ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst? Ich habe Beschwerde. Wozu machst du diese ganzen Geräusche? Was auch immer. Sorgen sie nur dafür, dass es nicht so laut ist. Ist das der Grund, weshalb deine Augen rot sind? Die Kaffeemaschine erwähnen. Ja. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein? Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Die ist gleich dort drüben. Okay, okay, ich habe genug von euch verrückten Idioten. Ich dachte, wir hätten wenigstens einmal nüchterne Gäste, aber ich schätze, ich bin hier der Verrückte. Folg mir. Ich hasse meinen Job. Wie jetzt? Hat jemand aber die Kaffeemaschine rausgestellt, oder was? WTF? Hopp! Da war irgendwas drin. What the fuck? Das ist so creepy, ey. Die ist nicht mehr da. Wo ist sie denn jetzt? Ja, eigentlich genau da, wo du stehst. Ja, die ist nicht mehr da. Hier zurück zum Zimmer. Ich schwöre bei Gott, dass sie genau hier war. Ich sagte, du sollst gehen. Jetzt. Bin ich in mein Zimmer. In deinem Zimmer sollst du ein paar Medikamente liegen, die dir gut tun werden.
Geh auf den Tisch beim Fernseher noch. Liegen da einfach random irgendwelche Medikamente. Ich will nicht in mein Zimmer. Da ist irgendwie so ein komischer, kranker Typ in meinem Schrank. Dann müssen hier immer in Schränke drin sein. Das ist so ekelhaft. Beim Fernseher liegen Medikamente. Ich sehe keine Medikamente. Ich will nicht an diesen Schrank vorbei. Der meint doch bestimmt im Badezimmer, oder? Nicht mehr drin. Ah, die Platte ging aber gerade irgendwie nicht auf. Zum Glück ist der Schrank leer, ja, das ist gut. Das ist ein Monster unter meinem Bett, bitte glauben Sie mir. Hier sind die Waschbecken. Ah. Warum spielen wir solche Spiele? Ich mag sowas nicht. Jetzt schlafen. Alter. Hat da gerade einfach jemand ein Bild von mir gemacht? Tiger, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen bei uns. Es ist keiner zu Hause. Hallo? Hallo? Da steht einer vor meiner Tür. Hello.
Bitte öffne die Tür, ich brauche Hilfe. Was willst du? Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte öffne die Tür. Piss dich. Habe ich hier keine Pumpgun im Schrank? Jetzt mutig im Schrank. Junge, verpiss dich doch! Bitte geh! Ich will nur mit dir reden. Ich schwöre, dass ich kein Polizist bin. Bitte geh oder ich werde die Polizei anrufen. Hübsche Lady. Ich hab grad, ich kann rausrennen. Oh Gott, ich kann rausrennen. Scheiße, bitte. Bitte lass irgendwo noch ein Quick Save sein. Please don't do it to me. Es kam halt wirklich jemand mir zu Hilfe. Bis heute finde ich es komisch, dass der Manager die Polizei nicht verständigen wollte, weil dies dem Ruf des Hotels schaden würde. What the fuck? Ich glaube, dass die Stadt zu einem Kult- oder Drogenring oder sogar etwas Schlimmerem gehört. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Tommy mit seinem Auto angekommen. Bin er nie wieder lange Autofahrten gegangen. Ich bin danach nur noch mit dem Flugzeug geflogen. Crazy. Und da wurden wir abgeschleppt. Wir haben es überlebt. Mehr oder weniger nach 10 Versuchen, weil es irgendwie ab und zu gebackt hat. Aber ist nicht schlimm. Wir haben es geschafft. Heilige Mutter, was auch immer.
Es wird das Klo benutzen. Man kennt's. Es ist wirklich so ein paar Sekunden und dann hätten wir es schon 80 Mal durchgehabt, aber egal. Ein coole Episode mal wieder.